Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano in unserer Army General Kampagne Bruderkrieg auf Seiten der NVA. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns hier ein verteidigungsbereit aufstellen. Das wird tatsächlich schwierig. Okay, dann ziehen wir mal Einheiten nach, damit wir gegebenenfalls, dass die sich nicht nochmal bewegen können, ist natürlich richtig scheiße, weil die stehen voll auf dem offenen Geländefeld. Wir nehmen die Artillerie mal mit. Wir nehmen den Offizier mit, weil der Offizier hat tatsächlich nämlich ein Felddepot. 4 Stück angeblich. Hä? Das ist natürlich krass. So, die Flugabwehr, die lassen wir da stehen. Wir ziehen mal das zweite Bataillon des Mordschützenregiments 22 nach. Ich habe ein bisschen Abkürzung gelernt. Nee, habe ich nicht, aber so, die Frage ist, werden wir jetzt in der nächsten Runde angegriffen? Können wir die Panzer hier stehen lassen? Oder führen wir die mal hier mit hinterher? Eigentlich ist mein Ziel, mich dann in der nächsten Runde zurückzuziehen, um einfach Alsfeld zu verteidigen, weil weiter vorpushen müssen wir eh nicht. Und wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass die Leos ankommen. Das wird nochmal spannend. So, wir führen die dahin. Wir führen die dahin. Die Artillerie geht mit dahin. Und das dritte Bataillon Mordschützenregiment kann, okay, muss dahin gehen. Okay. Wie sieht's denn auf der Seite aus? Die Scouts können ein Stück zurück. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier mal auf. Naja, okay. Was bist du? Du bist eine Arti, du bist Panzer. Die Panzer gehen mal dahin. Die Scouts gehen mal dahin. Wir müssen natürlich versuchen, die Panzer, die Leos, entweder in Waldkämpfen rauszunehmen oder in der Stadt. Wenn wir hier zum Beispiel wie die auf dem offenen Gelände kämpfen, sind wir totally am Arsch. Also da machen die uns die Leos fertig. Da kommen wir auch mit ATGMs nicht weit. Okay, nächste Runde. Da kommen sie, oder? Oh! Oh! Oh, das ist nicht gut. High Command can send additional reinforcements. Ja, wir nehmen natürlich die Hubschrauber. Very well, Comrade General. The requested reinforcements have arrived. They are ready for combat. Wir haben ein Problem hier. Da kommt Raketenartillerie, die von hier aus gejoint ist. Wieso kann ich die Flugabwehr nicht aufstellen? Warum geht das nicht? Muss ich sie ein Feld bewegen, um sie wieder aufzustellen? Verstehe ich ehrlicherweise nicht. Ja, gut, hier kommen die Leos. Was wir jetzt mal machen ist, wir ziehen uns auf der Flanke einfach mal zurück, weil ich vermute mal, wenn er mit der Raketenartillerie hier schon so ankommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier, wobei, es könnte sein, dass das die Raketenartillerie ist, die man sich, wie wir die Hubschrauber gerade, wir wissen ja, wir haben das NATO-Ding ja schon gespielt, man hat an einem bestimmten Punkt die Auswahl zwischen Panzergrenadieren und Raketenartillerie. Das könnte jetzt die Raketenartillerie sein, die man bekommt, wenn man die Auswahl dafür hat. Sei es drum. Wir ziehen uns mal nach Neukirchen zurück.
Scouts gehen mal dahin und die Artillerie stellt sich dort auf. So, mit denen angreifen können wir jetzt nicht nochmal. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt stellen wir uns hier erstmal mit den Panzern auf. Modschützen. Modschützen, Panzer. So. Und die Offiziere ziehen wir mal dahin. Oder den, also wie auch immer. Und das Teil gehen wir... Das ist echt spannend. Man muss anscheinend wirklich die Flugabwehr einen Punkt, eine Ecke bewegen, damit man sie wieder aufstellen kann. Oder sie... Es kann natürlich sein, dass sie aufgestellt bleibt. Ich habe jetzt auf das Symbol nicht geachtet. Das kann natürlich sein. Dass, wenn man, solange man sie nicht bewegt, dass sie aufgestellt bleibt. Sei es drum. Ich greife die natürlich nicht an. Die sollen ruhig mal zu mir kommen. Damit können wir unsere Ermüdung ein bisschen abbauen. Und wir kaufen uns Zeit, dass unsere Hubschrauber mit eingreifen können. Und wir wechseln direkt mal die Runde. So, was macht er? Er greift nicht an. So, er versucht uns hier natürlich jetzt abzuschneiden. Ach nee, er ist immer noch aktiv. So. Okay, die ist jetzt ohne Versorgung. Die Hubschrauber gehen mal dahin. Vielleicht klären die noch was auf. Nein. So, hier kommen das Panzerbataillon 141, 143, 144 zusammen mit den Sicherungseinheiten. So. Artillerie bleibt da stehen. Die Flugabwehr lassen wir erstmal stehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass er uns jetzt hier flankiert. Wir stellen hier mal noch Einheiten auf. Nicht, dass er hier auf die blöde Idee kommt, unsere Flugabwehr anzugreifen. Und die Artillerie rückt mal... Ja, komm, die lassen wir mal dort stehen. Ja, gut. Ich muss nicht. Oh, das ist aber scheiße. High Command is offering a temporary allocation of a SU-25 close air support squadron. They can be used over Alsfeld. What is our response? Das Oberkommando bietet eine vorübergehende Unterstellung einer luftnahen Unterstützungstruppe bestehend aus SU-25 an. Diese können über Alsfeld eingesetzt werden. Wie lautet unsere Antwort? Ja, wir nehmen natürlich. The Grax await your orders, Comrade General. Sehr schön. So, okay, das hier ist natürlich kacke, weil er uns jetzt versucht, hier den Weg abzuschneiden. Das Geile ist aber, wir können da jetzt tatsächlich mit den Hubschraubern angreifen. Wir greifen ihn erstmal hier an. Ja, hier. Die, was ist das? Das dritte Bataillon der Modschützenregiment 24. Totaler Sieg. Wir machen das mal eine automatische Berechnung. Was verlieren wir? Eine Infanterie. Er verliert 4 Infanterie und 12 Fahrzeuge. So, okay. Wir ziehen die hier hin. So, jetzt könnten wir natürlich... hier den Move spielen. Er versucht tatsächlich uns zu flankieren. Mit den Panzern. Das ist natürlich nicht so geil. Wir schicken jetzt hier die Hubschrauber in das... Sag jetzt nicht, die können nicht nochmal angreifen. Die waren doch jetzt eigentlich... Oder können die nicht alleine angreifen? So, wir nehmen die Scouts mit. Ach, weil das Unterstützungstruppen sind. Deswegen können die nicht selbst angreifen. Die Panzer. Und die... ja, die Modschützen, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, was er hier an Flugabwehr stehen hat. Natürlich wäre es geil, wenn wir die da mit den SU-25 angreifen könnten. So, also, Panzer. Warum geht das nicht?
Doch, geht. So, Luftunterstützung. Ach so, die Hilfstruppen. Da müsste ich jetzt die Hubschrauber auswählen. Und Artillerieunterstützung könnte ich jetzt... Was ist das hier? Die drittes Artillerieregiment oder irgendwas? Hier. 20 zu 9. Na dann, auf geht's. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall unsere Hubschrauber hier gut einsetzen. Wir kennen die Karte, das ist gut spielbar für uns. Wir brauchen auf alle Fälle ganz viele Scouts. Ah, was wir jetzt natürlich nicht... Wir hätten tatsächlich noch Flugzeuge mitnehmen können. Wir haben ja genügend. Wir hätten ja die anderen Bomber mitnehmen können. Da haben wir uns jetzt tatsächlich das Leben... schwerer gemacht, als es unbedingt notwendig ist. So. Also wir müssen das jetzt hier komplett über die mit den Scouts hier gut spielen. So. Wir sind ganz Ohr. Du gehst mal hier hin. Relativ weit hinten. Du bist ein Fahrzeug. Du hast nicht unbedingt die besten Scout-Eigenschaften. So, du gehst hier hin. Okay. Neue Befehle? Du gehst hier hin. Einsatzbefehle, Karte und Kompass. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Abgesessene Kampfweise. Du gehst dahin. Feuer und Bewegung. Und du gehst hier hin. So. Okay. Dann. Was sind jetzt die Hubschrauber? Das sind die Hubschrauber. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, ist tatsächlich... Was ist der Unterschied zwischen AT-1 und AT-2? Ach, der eine hat 8 und der andere hat... Der eine hat mehr von den Raketen und der andere hat mehr von den ATGMs, okay. Wo wir aufpassen müssen, ist... der hat Geparden höchstwahrscheinlich dabei. Haben wir auch Aufklärer-Hubschrauber? Oh ja, hier. Nice. So, jetzt brauchen wir noch... Versorger. Los, die warten schon auf uns. Nachschub ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nichts. Wir machen mal nicht... Hier haben wir auch noch Versorger. Sie wünschen Genosse Hauptmann? Wir können ja nicht alles über die Hubschrauber spielen, das ist auf jeden Fall klar. Das heißt, jetzt muss ich mal schauen, haben wir Modschützen? Das sind die Hubschrauber, das ist die Artillerie. Ich hätte gedacht, wir haben... Wir haben noch mehr ATGM-Kram dabei. Ja, Konkurs halt, die Fahrzeuge. Aber abgesessen hätte ich gedacht, haben wir noch was, aber anscheinend nicht. Gut. Dann machen wir das anders. Modschützen. Was sind Ihre Befehle? Da rein. Modschützen. Hier rein. Konkurs. Flankensicherung einsatzbereit. Hier rein. Konkurs. Panzerjäger bereit. Hier rein. Panzer. Da brauchen Sie uns, Genosse. Hier rein.
Und jetzt müssen wir mal gucken, Mod-Schützen. Höre Sie klar und deutlich. Haben die BMPs, müssten eigentlich auch, ja, okay. Da rein. Zusammen mit... Brauchen Sie Panzerabwehr, Lenkraketen? Ein Konkurs und noch einem neuen Einsatzraum. Versorger. Ist schon unterwegs. Jetzt haben wir noch 9 Punkte. Achso, vielleicht sollten wir mal noch einen Offizier mitnehmen. Woher du bist so kahl, Luca? Sollen wir wen mitnehmen? So, Offizier. Neue Befehle? Offizier. Haben wir noch Versorger, die wir hier reinrufen können? Hier ist noch einer. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Okay. Nachschub rollt. Ich weiß aus der Erfahrung ja, dass wir... dass der Wald hier schon wichtig ist für uns. So. Dann... die Hubschrauber mal noch. Und die Scout-Hubschrauber. Okay. Ich bin gespannt. Das wird spannend. 70 Moralpunkte hat er. Das sind 10 Leos, sind 40 Punkte. Mal gucken. Wie gesagt, die Flugabwehr könnte interessant werden. Die Geparden, die er hat. Beziehungsweise ein paar Fliegerfäuste hat er auch noch. Bereit zum Luftsturm. So. Bereit für einen Streifzug. Kampfhubschrauber, erwartet Befehle. So, wir gucken, dass wir irgendwo anders schon, Leute. Nope. Wo brauchen Sie uns? Hier, Puma, sind auf Empfang. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Ausweichen. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschwach. Mhm. Gut, nichts wie los. Radarwarner aktiv. Melde Ziel zerstört. Ende. Wir unterstützen auf der Luft. Angriffshalber erfolgreich. Okay, da kommen die ersten. So. Sammeln. Befehlsausgabe. Ausweichen. Wir haben jetzt gar keine Arti geholt. Voll erwischt. So, könnt ihr mal den Leo da rausnehmen? Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Hütet euch vor schönen Frauen. Okay, sehr gut. Er landet hier mal. Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. Wird ausgeführt. Ende. Melde Ziel zerstört. Ende. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Melde Ziel zerstört. Ende. Hubschrauber überprüft und kampfbereit. Okay, hier drüben war ja irgendwo... wo ist denn unser einer Aufklärer-Hubschrauber? Oder wir holen uns mal noch einen zweiten. Hier.
Hier Boris 1. Feind erkannt. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Mhm. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Jede Menge Rauch und Feuer. Willkommen. Okay, der landet. Wir unterstützen aus der Luft. Die müssen sich mal ausladen hier. Erwarten Befehle. Okay. Angriffsserie wird eingeleitet. Naja, die Marder selbst sind, die geben keine Punkte. Feinde vernichtet. Neue Aufträge? Kommen. Bereit zum Luftsturm. So. Die Jaguar sind leicht gepanzert. Hals und Beinbruch. Scheiße. Das Teil stand noch mitten auf dem Feld. So, Fahrzeug verlassen. Radarwarner aktiv. Angriffshalber erfolgt. Feinde vernichtet. Neue Aufträge. Kommen. So. Warum schießt denn der nicht mit der ADGM? Ach doch, jetzt. Aber er trifft ihn nicht. Ah, verdammt. Okay, sie fliegt. Ja, nice. Okay. Na, guck mal. Dann holen wir uns ihn. Da ist der nächste. Bereit für einen Streifzug. So, der geht aber echt spät auf. So, wir machen mal die Raketen aus. Die kosten nur Punkte. Okay. Er hat einmal genebelt. Das ist aber nicht so schlimm. Dann der Marder hier drüben. Der bringt uns nichts, weil der keine Moralpunkte abzieht. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Bewegen uns zur Koordinate. Alle Waffen bereit. Feuer! So, der hat nur noch eine ATGM hier. Komm, triff bitte. Oh, verdammt. Okay, dann müssen wir ihn erstmal auffrischen. Neun Einsatzraum. Hubschrauber überprüft und kampfbereit. Motor an und dann los. Da kommt der nächste Leo. Angriffssalve erfolgreich. Feinde vernichtet. Neue Aufträge. Kommen. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Wir können ihre Truppen aufmischen. Der ist hinüber. So, sehr gut. Wir gehen. Oh. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. Da war der Offizier. So. Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Wird ausgeführt. Ende. Er kriegt seine Raketen zurück. Logistikkommando steht zu ihrer Verfügung. Und wir greifen mal den Jaguar dort nur mit der 30 mm an. So. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. Oh, Gepard. Melde Ziel zerstört. Ende. Wir wurden getroffen. Das geht nicht gut aus. Bereit für einen Streifzug. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was er sich da von dem Geparden erhofft hat. Sie wünschen Genosse Hauptmann? So, hier drüben. Ich würde gerne Radarwarner aktiv. Den Kollegen da raus haben.
Versorgung kann eingeleitet werden. Ziel zerstört! So, warum frischt denn der eigentlich die... Verstanden. Sind unterwegs. Ende. So, der wird repariert. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. So. Er führt mit plus 1. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Bereit für einen Streifzug. So, 30 mm, Feuer frei. Sag mal, hallo. Oh, das mit den Hubschraubern ist manchmal so ultra nervig. Komm schon, das ist ein Jaguar, den solltest du eigentlich... Also die, amerikanische Hubschrauber sind da deutlich effizienter. Feinde vernichtet. Neue Aufträge? Kommen. Jede Menge Rauch und Feuer. Wirkung im Ziel. Ende. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Wir unterstützen aus der Luft. Hubschrauber überprüft und kampfbereit. So, der Leo, der Offiziers-Leo, bitte. Feind auf. Nice! Das war gut. Wo brauchen Sie uns? Feind aufgeklärt. Befehle. Bereit zum Luftsturm. Angriffshalber erfolgreich. Ach, der hat keine ADGMs mehr. Okay, wir brauchen... Sekunde. Wir brauchen die... AT-2. Weil die deutlich mehr ADGMs dabei haben. An alle Einheiten. Feind gesichtet. So schnell wir können. Angriffsserie wird eingeleitet. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Jede Menge Rauch und Feuer. Wirkung im Ziel. Ende. Holt euch den Klassenfeind. Mund ist offen. Es geht nicht gut aus. Okay. Radarwarner aktiv. Fliegen knapp über den Baumwipfeln. Hier Boris 1. Feind erkannt. Alle Waffen bereit. Feuer. Hals- und Beinbruch. Da ist der Offizier wieder. Was sind Ihre Befehle? Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Jede Menge Rauch und Feuer. Wirkung im Ziel. Ende. Hals und Beinbruch. So. Aber der Versorger hat das trotzdem noch nicht aufgefüllt. Das verstehe ich nicht. Angriffshalber erfolgreich. Feinde vernichtet. Neue Aufträge? Kommen. Sie wünschen Genosse Hauptmann? Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Melde Ziel zerstört. Ende. Wir greifen an. Wir unterstützen aus der Luft. So, nächster Leo. Da kommt ein Gepard. So, und der hat keine... Festhalten, wir fliegen rein. Bereit für einen Streifzug. Wir greifen an. Hab das abbekommen. Ah, okay. Volltreffer, Ziel zerstört. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Radarwarner aktiv. Maximale Fluggeschwindigkeit. Okay. Bereite Angriff. Da geht ein Aufklärer-Hubschrauber raus. Bereit zum Luftsturm. Hier Boris 1. Feind erkannt. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen. Gut, das war klar. Die Geparden sind ein Problem für uns. Jetzt hat es anscheinend wieder funktioniert. Angriffsformation, sammeln!
Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Versorgung kann eingeleitet werden. Ja. Feuer und Bewegung. Die reparieren sich. Tja, 26 Punkte. Er führt halt weiter mit plus 1. Das ist aber gerade überhaupt kein Problem. Sie wünschen, Genosse Hauptmann? Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Wir haben ihm erst einen Geparden zerstört, ne? Das ist, Aufklärer bereit. Ich versuche mal, den Aufklärer da reinzukriegen. Hals und Beinbruch. Und wir versuchen, den Aufklärer mal da reinzukriegen. Neue Befehle? So. Aha, Fahrzeug. Wir unterstützen aus der Luft. Tja. Er ist nicht wirklich aktiv. Das ist gerade ein bisschen lame hier alles. Ich will jetzt aber eigentlich das über die Hubschrauber spielen und ihm so viel Leos zerstören, wie es irgendwie nur geht. Sind zum Zielgebiet unterwegs. Ende. Wo brauchen Sie uns? So. Ah ja. Da sind wieder welche. Oh, Gepard. Da müssen wir wirklich höllisch aufpassen. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Festhalten, wir fliegen rein. Bereit zum Luftsturm. Wir müssen es irgendwie schaffen, an den Geparden vorbeizukommen. Radarwarner aktiv. Wenn er mit den Geparden kommt, können wir eigentlich nur versuchen, dass wir... Ist es dort wirklich sicher? Mit unseren ADGMs arbeiten. Ach, guck mal. Ja, dann bitte. So, hier müssen wir langsam mal. Angriffsserie wird eingeleitet. Melde Zielzerstörung. Ja, nice. Perfekt. Hals und Beinbruch. Auftauchen, Feuersalve und wieder weg. Bereit für einen Streifzug. Kommt schon. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. Die Sprüche, Technik, die die Russen bauen, ja. So. Feind aufgeklärt, erwarten Befehle. Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Da geht der Versorger raus. Angriffssalve erfolgreich. Der bringt aber halt keine Punkte, das ist das Problem. Neue Aufträge. Kommen. Angriffsserie wird eingeleitet. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Oh shit. Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Dieser blöde. Angriffsserie wird eingeleitet. Dieser blöde. Sind schwer bewaffnet. Lux da, der geht viel zu spät auf. Also, was heißt, er geht. Klar. Jede Menge Rauch und Feuer. Damit nehmen wir ihm ein paar Grenadiere raus. Munitionsende. Wir weichen aus. So, du reparierst dich hier. Bereit zum Luftsturm. Ja, sehr gut. Wo hat er denn jetzt seine... Seine, Geparden. Dann nehmen wir ihn die Scouts raus. Wenn er weniger sieht, ist auch gut. Die Nebeln halt, Wo brauchen Sie uns? Wir greifen an. Sind ah, Mist. Unterwegs. Ende.
Okay, dann nimm den Fuchs raus. Bereit für einen Streifzug. 30 mm, komm schon. Wo sind seine Geparden? Das ist ein bisschen lame. Jede Menge Rauch und Feuer. Wirkung im Ziel. Ende. Eins auf. Okay, 16 Punkte. Radarwarner aktiv. Angriffsserie wird eingeleitet. Sind schwer bewaffnet und bereit für einen Panzerschlag. So, der Fuchs. Ah, Infanterie. Feuer. Radarwarner aktiv. Festhalten. Hm. Okay, dann die Mine erstmal wieder 30 mm. Hubschrauber überprüft und kampfbereit. Na, die Marder bringen wieder. Jede Menge Rauch und Feuer. Wirkung im Ziel. Ende. Hals- und Beinbruch. So, hat er noch eine ATGM? Dann nehmen wir mal die noch mit dazu. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Das müssten jetzt eigentlich 16 Punkte sein oder 15. Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Okay, der kann vor. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. So, die Milan, wenn die rausgeht, ist auch prima. Jede Menge Rauch und ich weiß nicht, wo er mit seinen Geparden auf einmal hin ist, aber einer war ja da auf jeden Fall zu sehen. Aua. Angriffssalve erfolgreich. Feinde vernichtet. Neue Aufträge kommen. So, Leo geht noch nicht raus. Eins aufgeklärt. Erwarten Befehle. Die nebeln alle. Bittet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. Oh, das ist gerade ein bisschen nervig hier. Hals- und Beinbruch. Da sind so viele Ziele und ich krieg sie nicht raus. Na endlich! So, 10 Punkte. Er ist leer. Da kommt der nächste Leo. Wir unterstützen aus der Luft. Alle Waffen bereit. Feuer! Gibt's doch gar nicht. Ja, shit, shit, shit. Da ist ein Gepard. Hubschrauber überprüft und kampfbereit. Erwarten Ihre Befehle, Genosse. Auftauchen, Feuersalve und wieder weg. So, einen Hubschrauber haben wir verloren. Erwarten Befehle. So, kommt schon, noch 10 Punkte. Die Marder bringt keine Punkte. Bewegen uns zur Koordinate. Na, 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 na. Hals und Beinbruch. Oh, geht der jetzt raus? Ist der leer? Jo, da verlieren wir noch einen AT-Hubschrauber. Nicht gut. 10 Punkte kommen schon. Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Wird ausgeführt. Ende. Hals- und Beinbruch. Eins aufgeklärt. Erwarten Befehle. Ja. Bereit zum Flug. Okay, komm, dann erstmal den Jaguar. Hütet euch vor schönen Frauen und Technik, die die Russen bauen. Und du bitte den, die Leo, oder? Wirkung im Ziel. Ende. Bereit für einen Streifzug. Also so wirklich effizient sind die Hubschrauber nicht. Das geht nicht gut aus. Das zieht sich. Haben wir jetzt einen rausgenommen? Radarwarner aktiv. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Angriffsserie wird eingeleitet. Bereite Angriffsserie vor. Bereit zum Luftsturm. So, der Nebel doch bestimmt wieder hier, oder? Jawohl. Nervig. Bereite Angriffsserie vor.
Hubschrauber überprüft und kampfbereit. Sehr, sehr nervig, weil die Hubschrauber halt ewig brauchen, bis sie in Position sind. Angriffssalve erfolgreich. Feinde vernichtet. Neue Aufträge kommen. Hals- und Beinbruch. So, der muss landen. Hätte ich mir jetzt effizienter vorgestellt gegen die Leos mit den Hubschraubern. Oh, dieses Genebel, ey. Komm schon, 6 Punkte. Bitte noch ein Leo, wenn es geht. Yes. Noch einen zweiten. Komm schon. Und jawoll. Okay, wir haben 2 Hubschrauber verloren. Wir haben eine Konkurs verloren. Gucken mal kurz drauf. Wie viele Leos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leos, 10 Leos, 11 Leos. Okay, das war dann doch ganz gut. Und noch der Offizier, 12 Leos. Wir haben eine Konkurs, einen Aufklärer und 2 AT-Hubschrauber verloren. Aber insgesamt war das schon ganz gut. Wir haben ihn auf jeden Fall direkt auf 5 von 6 geschossen. Er hat noch 4, oh ja, 10 Leos und noch ein Geparden. Na, hier ist noch ein Elfter. Ja, aber das war auf jeden Fall ganz gut. Damit haben wir den Push erstmal aufgehalten auf der Seite. Und beim nächsten Mal können wir uns dann um das Panzerbataillon 143 kümmern. War eigentlich ganz gut, hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt, Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Tomboy, Rohrblitz, Jan VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.